Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Steel Rising. Die nächste Folge. Wir sind in Versailles unterwegs. Jetzt in der Orangerie. Und haben anscheinend doch noch mehr Strecke vor uns, als ich gedacht hätte. Wir müssen dort hoch. Ich will jetzt mal gucken. Ich bin tatsächlich jetzt auch selbst ein bisschen auf das Finale gespannt. Ich habe in der letzten Folge schon einmal ein paar Speerträger links liegen gelassen, weil ich nicht mehr so die Lust darauf hatte, die auch noch bekämpfen zu müssen. Und ihr seht gerade schon, ich schleiche mich hier so ein bisschen durch. Einfach um mal zu gucken, ob es... Na klar, wir können uns jetzt hier natürlich noch schöne Erfahrungspunkte und so weiter sammeln, wenn wir die Gegner alle plätten. Aber ob das sich wirklich so sehr bezahlt macht. So, können wir hier ganz frech die Truhe öffnen? Können wir. Bismutblock, naja, lohnt sich jetzt auch nicht mehr so für uns. Unsere Waffen sind eh schon alle schon lange, lange, lange auf dem Maximum. So, der Typ rennt uns hinterher. Da geht's nicht weiter. Wären wir denn irgendwie dort hochgekommen? Ah, wir müssen hier einmal komplett rüberspringen, um nach da drüben zu gelangen. Jetzt sehe ich allerdings ein Problem gerade bei meinem Plan. Denn der Penner von Koch hört nicht auf, uns zu verfolgen. Und guck mal, hier geht's auch nicht weiter. Natürlich so eine scheiß Basilistenramme. Ballistenramme, nicht Basilisk. Der jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit auf uns ballern wird. Ist mir aber egal. Ich springe einfach weiter. Hier haben wir noch was. Und ich werde jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen im Schnelldurchgang hier durchkommen. Ich werde jetzt natürlich nicht an jedem Gegner vorbeirennen. Das wäre ja auch ein bisschen lame. Aber so diese Typen wie eben. Weiß ich nicht. Muss ich mich jetzt hier nicht mehr mit jedem anlegen irgendwie. Und guck mal, hier haben wir einen Shortcut. Und sehr praktisch, eine Vestalin. Aber gar nicht so praktisch, wie ich gedacht hätte, denn wir brauchen eigentlich gar nichts von ihr. Also da zu rasten ist momentan nicht notwendig. Wir packen hier wieder unsere Granaten rein. Ne, ist wirklich überhaupt nicht notwendig. Zum Level-Up reicht es auch bei weitem noch nicht. Auch wenn wir... Wir haben zwar ein paar revolutionäre Geister, aber 6000, das reicht noch lange nicht. Dann sind wir bei 20, 21 irgendwas, knapp 22. Wir brauchen, beim letzten Mal haben wir 37 gebraucht. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich schon fast 40 oder so. So, okay, wo geht's denn jetzt hier weiter, um Himmels Willen? Dabei fragen wir doch glatt nochmal unseren geliebten Kompass. Ach, vielleicht sollten wir an diesem riesigen Hebel hier ziehen, aber vorher heben wir hier nochmal ein Echo auf, oder was das ist? Ein Ersatzhebel. Ach, guck mal. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder mehr oder weniger an den Anfang zurück und können da dann diesen Hebel betätigen, der ja defekt war. Okay. Ja, soll ich euch was sagen? Ich glaube langsam, das ist jetzt der echte Point of No Return. Lasst mich raten. Ja, wir sind hier wieder rausgekommen und ich wette, man hätte bis hierhin alles spielen können, dann mit der Kutsche wieder zurückreisen. Hätte dann alle Nebenaufgaben machen können und das hier wäre erst der Point of No Return gewesen, der richtige. Wir können hier immer noch auf Reisen drücken. Ah ne, wir können nirgendwo hinreisen, guck mal. Ich kann nur auf zurückdrücken. Streich das. Okay. Da bin ich ja schon wieder ein bisschen beruhigt. Naja, und ich denke auch mal, wenn ich wirklich alles zeigen würde, ich weiß, ich wiederhole mich, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Da muss ich halt gucken, ob ich da ein paar Sachen einfach oder an den meisten Gegnern vielleicht einfach versuche vorbeizusprinten. Machen wir es uns nämlich wesentlich einfacher. Das wird jetzt hier nicht funktionieren, fürchte ich. Da müssen wir jetzt mal eisern durchfighten. Die Typen hier aber echt übel waren, das muss ich ja wirklich sagen. Natürlich haut der uns jetzt noch um. Ich wollte mich gerade nur darüber ärgern, dass der Finisher jetzt den anderen nicht getroffen hat. Aber das wäre jetzt natürlich noch ätzender. Die beiden Knilltiere sind echt übel. Speere sind halt auch einfach total gute Waffen. Deshalb nutze ich die auch selbst so gerne, wenn wir das Spiel, wo die Spiele eine Gelegenheit dazu geben. Man sieht es halt, die stehen da schön, pieksen vor sich hin. Au. Scheiße. Und eine richtige. Ey, das ist der Wahnsinn.
Jetzt ist der vor allem wieder aufgestanden, ne? Guck dir die Scheiße an, wir sind wieder gleich tot. Das ist so übel. Richtig krass Dudes, die Penner. Ich weiß gar nicht, ich habe ja in der letzten Folge, wo wir hergereist sind, auch schon gedacht, dass wir mit der Kutsche vielleicht hätten doch noch wegreisen können. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob unten der Reisen-Button zu sehen war. Aber das kann ich mir im Replay zum Glück angucken. So, und wir müssen den Hebel auch vielleicht erstmal betätigen. Jetzt haben wir natürlich einen unserer Heiltränke verbraucht. Jetzt die große Frage, kommt jetzt hier direkt der Bossfight? Hab ich in der letzten Folge irgendwie schon vermutet. Oder nicht? Kann ich an den Typen vorbeisprinten? Ich glaube, ich muss es probieren. Also bisher liefen die Bossfights immer so gut. Ich möchte nicht, dass unsere Glückssträhne abreißt. Deshalb möchte ich hier natürlich perfekt gewappnet reingehen. Also bedeutet, das Ding kommt raus. Wir packen da nochmal. Die Granaten haben wir alle. Vielleicht eine Piole mit Ausdauer oder irgendeine. Ich glaube, am ehesten nochmal normale Lehmgranaten. Halt, Moment, wir haben. Reicht das? Wir haben noch gar keine. Was ist denn jetzt los? Gar keine verbesserten Lehmgranaten hier dran. Die müssen wir natürlich nehmen. Das sind ja quasi unsere stärksten. Okay. Wir steigen nochmal kurz in die Kutsche. Könnte natürlich jetzt auch in der Boutique vielleicht sogar noch. Wir haben ja so viel Anima noch übrig. Hier vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Weißt du was? Wir kaufen uns einfach nochmal 5 Stück. Was soll's? Die Dinger sind so gut. Kaufe ich mir nochmal 5? Kaufe mir nochmal 5. Dann reicht's aber auch. Will ja nicht alles nur mit den Granaten machen, aber kann ja durchaus sein, dass der Bossfight richtig krass diesmal wird. Und dann bin ich froh, wenn ich sowas zur Verfügung habe. So, ihr Penner, ihr könnt mich diesmal an meinem automatischen Hintern lecken. Heieieiei, das so Profanitäten fand ich nicht lustig. Und wieder ein geniales Design. Die eiserne Königin, da wohl dahinter steckt. Aber geil, eine Kombination aus Echtkämpfer und V. Finde ich ja Wahnsinn. Betäubungsschaden. Das deckt praktisch gar nicht. Okay, okay. Oh, diesmal. Diesmal kriegen wir ganz gewaltig auf die Mütze. Schnelles Tierchen auf jeden Fall. Okay, okay, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Da können wir, glaube ich, ganz gut austeilen. Darf man nur nicht reintreten. Das sieht nicht ganz übel aus, was sie da hinterlassen hat. Das darf uns auch nicht treffen, das haben wir eben festgestellt. Das war ganz eklig. Wir haben sie fast betäubt. Thema Betäubung. Jetzt natürlich noch nicht unbedingt alle hier in der ersten Phase nutzen. Dann machen wir uns nichts vor, hier wird es auch wieder eine zweite Phase geben. Oh, sehr gut. Peng. Das heißt, ich werde mir ein bisschen was aufheben müssen. In der Ecke stehen ist nicht gut, zumindest nicht für uns. Ja, kann ich dem meisten noch gut ausweichen, wollte ich gerade sagen. Nehmen wieder so ein Ding. Oh, oh, oh. Ach, Scheiße. Ach Scheiße, das war knapp. Das war richtig schlecht, weil wir... Ich kann auch nicht darüber springen. Okay, wieder was gelernt. Oh, 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 fuck, oh, fuck, Leute. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Wir nehmen mal den richtigen. Das war dumm. Muss mal vorsichtig sein, dann müsste auch bald die nächste Phase kommen. Oh ja, ja, weg hier. Holy shit, da explodiert es ja immer richtig. Und rastet komplett aus. Jetzt haben wir aber
Zeugungskanonen sind richtig stark. Das war dumm. Nein, nein, nein. Ich dachte, wir hätten sie jetzt wieder betäubt hier. Haben wir noch nicht. Aegis, du sollst sprinten, wenn ich das dir sage, bitte. Ja, sehr gut. So, zack. Da kann man den ganzen Scheiß ja schließlich. Er misst schon wieder. Schießt jetzt wieder mit 1000 Bomben um sich. Ne, macht sie nicht. Jetzt schießt sie mit Bomben. Und Aegis will wieder nicht sprinten. Ich weiß, warum sie das manchmal einfach nicht möchte. Geschafft. First try. Against its master. You are not my master, tyrant. You never were. I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Garçon! Athenaeus! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Monte Devine, I don't want to die. Athenaeus. The sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vive heureuse, Athenaeus. For it is happily that I leave this world. Okay. Warum wir den Cagliostro jetzt haben laufen lassen? Ich meine, den hätten wir ja vorhin noch einfangen können. Für sie bestand ja eigentlich keine Gefahr mehr in ihrem Sarkophag. Monsieur, we have the king.
It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later, they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I have earned the honor of leading this old nation 100 times over. Allons, you can't be serious. Do you think we're ready to forgive your disloyal plotting so easily? I do not forget what I'm accused of, Monsieur de Robespierre, but you must consider my achievements. We are listening, Monsieur le Marquis. To begin with, I rescued the Dauphin from his father's clutches and ensured the dynasty's stability. The child will reign as Henri V. We will appoint someone with great wisdom to act as regent until he comes of age. But for now, we will let him mourn his poor mother, whom we regret having been unable to save. Requiescat in pace. Fie. The people do not need a crowned puppet. Yes, they do. Now more than ever before. Once the Assembly has adopted a constitution, the people will welcome a sovereign who will protect it. A king and a constitution, like oil and water. Go on, Monsieur le Marquis. Monsieur, I rest my case. That is quite the crown of laurels you've woven for yourself, Monsieur le Marquis. But your proven duplicity makes you forever unworthy of holding power. Then be satisfied, Monsieur, for I forswear it. Excellent. Cependant, there is one member of this assembly who remains loyal to both the monarchy and to the nation, and whose reputation has not been tarnished. If he agrees to become regent, I pledge to dedicate myself to his service. What do you say, Monsieur de Mirabeau? Oh, this is unexpected. It would be an honor, of course, but I wasn't prepared for this. Allons, allons. Do you really think anyone will believe that? Very well, monsieur. Now we must decide. Who among you approves the motion of the Marquis de Lafayette? The court bows before the Comte de Mirabeau, Régent du Royaume de France. Louis de Bourbon, former King of France, in the name of King Henri, fifth of his name, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays.
I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with a mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. Okay. Die endgültige Entscheidung jetzt hat mich gewundert, dass sie sich jetzt für Mirabeau entschieden haben. Ich dachte, es wird Robespierre. Aber okay, nicht Lafayette. Ich hatte anfangs so ein bisschen die Befürchtung, dass es erst doch wird. Es klang alles so ein bisschen danach. Weil ich denke mal, wirklich mit den anderen Entscheidungen können wir das bewusst dorthin lenken. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, und da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich da irgendwas übersehen oder falsch gemacht habe, ist, dass die Königin jetzt tot ist. Ich meine, ich hatte es ja angemerkt, von wegen, als Aegis sagte, dass das Band zwischen ihr und der Königin irgendwie getrennt wurde, dass sie eventuell tot ist. Aber hat die Königin nicht am Ende den letzten Automaten gesteuert? Also hätten wir sie da nicht noch in irgendeinem Sarkophag finden können oder sowas? Das finde ich gerade ein bisschen eigenartig. Aber danach ging ja nichts mehr. Also danach kam ja wirklich Schlag auf Schlag eine Zwischensequenz nach der anderen. Also ich konnte ja danach den Kampf nicht noch irgendwo rumlaufen. Aber okay, das ist jetzt so. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich es hoffentlich noch schaffe, das Ende mit Lafayette zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Vielleicht schaue ich es, wenn ich das Ende mit Lafayette gespielt habe, nochmal nach, ob es vielleicht noch ein drittes oder gar viertes oder was weiß ich, wie viele Enden es gibt. Ja, so viel dazu. Mein kurzes Fazit zu dem Spiel. Ich fand es im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Es hat so seine Schwächen. Angemerkt sind da, ich finde, die Levelbegrenzungen sind ein bisschen zu knapp, also was hier das Aufleveln unserer Waffen, unserer Fertigkeiten angeht. Ganz besonders nervig, das hat sich ja leider durch das ganze Spiel hingezogen und auch durch diverse Patches. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 18. März 23. 18. März, genau, 18. Januar, entschuldigt bitte, 18. Januar 2023. Und bis zu dem Zeitpunkt hat das Spiel halt immer noch Leistungseinbrüche gehabt. Mein System sollte bei weitem stark genug dafür sein, dass das nicht passiert. War aber leider so, das fand ich ein bisschen schade. Manche Quests hätten ein bisschen besser designt sein können, wenn wir an irgendwelchen Toren und so weiter stehen geblieben sind. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Spiel toll, die Grafik war super, die Kämpfe haben Spaß gemacht. Manch einer wird es vielleicht ein bisschen zu einfach finden, ich fand es jetzt nicht dramatisch. War mal ganz nett, bin trotzdem nur wieder abgenippelt, also ich fand es jetzt nicht so super easy peasy, aber im Großen und Ganzen doch toll. Was ist jetzt hier los? Jetzt fängt sogar die Sequenzen hier an zu ruckeln, okay. Ja, also ansonsten, wie gesagt, Grafik, Sound, man hört es jetzt hier auch gerade wieder, fand ich toll. Das ganze Weltendesign fand ich einfach großartig. Ich fand die Storys gut. Ich fand gut, dass da so viele berühmte Charaktere sind, die ich damals zum Zeitpunkt des Starts vom Spiel noch alle überhaupt nicht kannte. Dass sie die dort eingewoben haben. Sie haben sich tatsächlich auch an dem Aussehen
der realen Person gehalten. Also gab es ja durchaus Gemälde von diesen Menschen und so. Kann man auch bei Wikipedia schön vergleichen. Und es war viel Story dabei, was ich super fand. Ist bei diesen Spielen auch nicht häufig der Fall. Ja, großen und ganzen fand ich es echt ein tolles Spiel. Also jeder, der in solchen Spielen Spaß hat, der wird mit dem Spiel meiner Meinung nach auch seinen Spaß haben. Wie gesagt, vielleicht ist es manchen zu einfach. Aber für mich persönlich wirklich ein Spiel, was ich anderen Leuten durchaus empfehlen könnte. Gerade auch, da bin ich halt persönlich ein Fan von, weil das Spiel eben so vieles anders macht. Das Setting war mal was ganz Neues. Ich fand es gut, dass das Spiel so viel Story hatte, wie auch viele Entscheidungen treffen konnten. Für mich persönlich wirklich ein klasse Spiel. Kein Meisterwerk. Es hat seine Schwächen, habe ich ja vorhin aufgezählt. Aber im Großen und Ganzen durchaus für mich ein positives Erlebnis gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wie schon erwähnt, ich werde gucken, dass ich nochmal eine Bonusfolge rausbringe, wo ich nochmal das Lafayette-Ende zeige. Dort werde ich dann eventuell auch erzählen können, schon am Ende, ob es noch andere Enden gibt und ob ich da überhaupt rankomme. Wenn nicht, dann ist es so. Ich meine, ihr guckt hier gerade auf YouTube, ihr könnt einfach auf YouTube eingeben, da werdet ihr wahrscheinlich ganz schnell alle Enden finden können auch. Ich möchte sie euch hier trotzdem nochmal zeigen, zumindest das Lafayette-Ende, weil mich das auch selbst interessiert, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir uns anders entscheiden. Und ja, nochmal vielen Dank an alle hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und wer es bis hier noch nicht getan hat und das ganze Let's Play gesehen hat, lasst mir bitte ein Abo da. Ganz im Ernst, es ist schwierig, als YouTuber Abonnenten zu gewinnen. Kann ich auch verstehen, dass nicht jeder überall auf ein Abo klicken will und dann 1000 Kanäle abonnieren will. Aber es hilft gerade kleinen Kanälen wie mir, weiter zu wachsen und mehr Zuschauer generieren zu können. So arbeitet der YouTube-Algorithmus nun mal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Spiel wieder oder in der Bonusfolge. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Falls hier nichts noch kommt, schauen wir nochmal kurz. Nein, hier kommt nichts mehr. Also, bis dahin, Leute. Ciao.